Gameboy Adventskalender, Gameboy Advent. Was auch immer ich mir bei dieser Jingle schon wieder gedacht habe, sei's drum. Tetris Attack war eines meiner ersten Gameboy-Spiele. Meine Mutter hielt es wohl für eine gekonnte Tetris-Alternative und hat es mir damals zum Geburtstag geschenkt. Mit Tetris hat es nicht viel zu tun, aber da es dennoch ein sehr schönes, spaßbringendes Spielchen ist, kann ich ihr keine Vorwürfe machen. Zum selben Geburtstag habe ich noch eine Packung Schoko-Wikinger erhalten. Erinnert ihr euch noch an diese Knäckebrot-Totgeburt? Ich muss ja zugeben, dass ich sie super gerne gegessen habe. Das Lustige ist nur, dass ich bei der Vorbereitung auf dieses Video ständig an Schoko-Wikinger denken musste, dass sich diese Assoziation in mein kindliches Gehirn eingebrannt hat. Verrückt! Das Spielprinzip ist bekannt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass Nintendo den Grundstein dafür gelegt hat, was es später so ähnlich unter anderem nochmal als Pokémon Puzzle Challenge, Bejeweled, Candy Crush Saga und so weiter gab. Nach und nach wachsen aus dem Boden Blöcke nach oben. Immer drei gleiche Symbole müssen in eine Reihe gebracht werden, damit diese verschwinden. Erreichen die Blöcke den oberen Teil des Bildschirms, ist das Spiel verloren. So einfach. Es gibt immer wieder nette Pseudo-Stories. Bowser hat Yoshi's Island verhext, sodass Yoshi und dessen Freunde alles daran setzen müssen, die Insel von der fiesen Hexerei zu befreien. Das geht in mehreren Modi. Endless ist der klassische Spielmodus. Die Blöcke erscheinen mit der Zeit nur immer schneller. Ein Ende gibt es nicht, lediglich einen Highscore. Time Trial ist ein Rennen gegen ein Zeitlimit. Wie viel schafft man, bis der Countdown abläuft? Beide Modi sind im Vergleich zu den anderen dreien eher langweilig und haben mich nie gereizt. Stage Clear war der Favorit meiner Mutter. Es gilt, alle Blöcke bis knapp unterhalb einer Baseline zu entfernen. Doch leichter gesagt als getan. Mit späteren Leveln erscheint diese Linie immer später, außerdem ist auch die Geschwindigkeit immer wieder ein echtes Kreuz. Am Ende tritt man direkt gegen Bowser an. Puzzle ist einer der interessanteren Modi. Hier kann man sich viel Zeit lassen. Mit einer begrenzten Anzahl an Zügen gilt es, alle Blöcke auf dem Feld loszuwerden. Die Schwerkraft hilft hierbei enorm. Was in den ersten Leveln noch super einfach aussieht, entpuppt sich wenig später als echter Brocken. Bis zum Ende bin ich dabei nie gekommen, habe mir aber insgesamt für viele Stunden Zeit totgeschlagen. Zuletzt noch der Modus Versus.com. Dieses simuliert ein Zwei-Spieler-Spiel gegen den Computer. Im Zwei-Spieler-Modus erhält der Gegner immer dann, wenn man einen Combo schafft, einen nervigen Balken, der sich bei Kontakt mit auflösenden Steinen selbst in Steine verwandelt. Das sorgt natürlich für Probleme, sodass man nicht nur durch schnelles Beackern der eigenen Blöcke gewinnt, sondern auch indem man möglichst taktisch spielt, um Kombos zu erzielen. Im Finale tritt man gegen den Eulenhexer Kamek an. Ihr seht, Tetris Attack ist vielfältig und gut ausbalanciert, für jeden ist etwas dabei. Auch nach vielem Spielen kann es noch Spaß machen und richtig fordern. Und wem das nicht reicht, der kann sich zumindest auf YouTube den Soundtrack anhören, da sind ein paar wahrlich gute Stücke dabei. Auf YouTube gibt's in 2 Tagen auch schon das nächste Tor. Klickt hier auf den automatischen Reminder-Button, auch bekannt als die Abonnierfunktion. Hurra!